Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr hört uns wieder einmal in eurem Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify, je nachdem, wo ihr uns auf Play gedrückt habt. Und ihr könnt uns natürlich finden auf den Social Media Kanälen dieser Welt oder zumindest der mir bekannten Social Media Kanäle, weil wir sind sicher nicht auf WeChat oder wie heißt das in Russland, Flo? Sputnik, keine Ahnung. Nein, das ist das zum Impfen, das ist was anderes. Egal, auf alle Fälle, dort findet ihr uns nicht und auf OnlyFans findet ihr uns auch noch nicht, weil wir einfach noch nicht genug Content für dort haben. Kommt aber noch. Das ist nachher nicht nur Team kurze Hose, sondern Team ohne Hose. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, damit wir das weiterhin machen können auf Patreon und wie heißt das andere Teil? Steady. Dankeschön. Und damit ihr uns jetzt nicht zu zweit eine ganze Stunde allein ertragen müsst, haben wir uns dieses Mal zu unserem quasi jährlichen Lieblingsthema, dem VCM und allem, was rundherum ist, zwei Experten eingeladen. Das eine ist jemand, der euch quasi alles erzählen kann, was rund ums Laufen, ich würde mal sagen, technisch alles so gibt. Das ist der Michi Wernbacher, Miteigentümer vom VMove Running Store. Hallo. Grüß euch. Und der Andi Walter, der euch sagen kann, wo vorne ist beim Lauf. Und auch im VMove anzutreffen ist. Grüß dich. Ja, servus. Ich weiß, in dem Fall kann ich es euch leider nicht zeigen, aber ich versuche es euch zu erklären. Im Store kann ich es euch zeigen, das stimmt. Ja. Ja. Probiert einfach einmal mit einem Paddel Schuhe aus dem Tor raus zum Laufen, ohne zum Zahlen. Und schaut, wie lange er braucht, bis er euch hat. Ja, das ist bis jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen. Macht das nicht. Grundsätzlich soll er ja rauslaufen aus dem Store. Er soll ja testen. Nach allen Analysen und beim Probieren soll er ja rauslaufen. Das ist jetzt gar nicht so abwegig. Also. Er stimmt eigentlich, ja. Ich bin da jedes Mal draußen Runden gelaufen. Ja, wohl wahr. Aber vielleicht, wer wegläuft und es bis zum Ausgang schafft, der hat es dann auch verdient, dass er schneller ist als der Andi und der darf sich die Schuhe dann einfach halten. Er wird dann der neue Pacer, ja. Aber wir wollen jetzt nicht starten. Also, nein, das wird keine Challenge. Aber apropos, wir müssen ja sowieso gratulieren zum neu eröffneten Store im Donauzentrum, weil es gibt ja jetzt nicht nur ein, sondern zwei Stück. Also im Wien-Mitte, den gibt es ja schon lange. Wie lange gibt es denn eigentlich schon? Seit September 2015, also wir sind im heurigen September, am 3. September sind wir heuer 7 Jahre. Mhm. Und den neuen Transdanubia sozusagen, den gibt es jetzt seit 3. März. Das heißt, ihr habt einen Store in Wien und einen außerhalb von Wien. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Würde ich mir ja steiler nicht sagen trauen. Deswegen habe ich als Wiener gesagt. Okay. Ja, und wenn wir schon bei den Gratulationen sind, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, aber wir müssen den Andi ja noch zur Bombenzeit in Prag gratulieren einerseits, weil 63,19 musst du auf dem halben einmal laufen. Gratuliere. Und vielen Dank. Andererseits, waren es die falschen Schuhe? Haben es keinen Schnellverschluss gehabt oder so? Weil was hast du die 3 Minuten 19 gemacht? Ja, weiß nicht, da hat mir der Michi wieder irgendwas andreht. Ja, also kann man auf jeden Fall noch rausholen. Also ich wäre vielleicht ein bisschen am Fokus mehr am Schuhwerk haben das nächste Mal. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, es war ja, ich nenne es immer mein Debüt, weil es das der erste leistungsorientierte Halbmarathon von mir war. Und von dem her, ja, vor allem bei nicht ganz optimalen Umständen mit Wetterbedingungen, mit Feld und Co., glaube ich, kann es schlimmere Sachen geben, als dass man einen Halbmarathon in 63 Minuten laufen. Wie war das so? Also ich habe verfolgt bei dir, ich glaube Monaco, das war 10er. In diesem Jahr war es Berlin, 10 Kilometer, genau, das war auch Bestzeit 28,54, ja. Das war sozusagen zum Reinkommen ins Jahr mein erster Lauf und jetzt der Halbmarathon war so wirklich der Startschuss für mich. Von der, wenn man es so nennen will, ein bisschen Umorientierung Richtung Straßenuntergrund weg vom Tatanboden, wenn man es so sagen will. Zwei Fragen, warum?
weil Alter und lange irgendwann dann sinnvoller ist? Ja, also ja, ich bin alt. kurz gesagt, ich wär richtig alt. Und das ist die natürliche Evolution des Läufers quasi, der ich folge. Und wenn du sagst, dass da die Bedingungen nicht optimal, was glaubst du, könntest du noch rausholen beim Halben? Was für mich so vom Training her, ohne jetzt viel Halbmarathon Erfahrung gehabt zu haben, vom Training her und vom Vergleich mit ähnlich starken Läufern auf jeden Fall realistisch gewesen wäre oder auch in Zukunft natürlich ist es der Bereich, so sage ich, 62 bis 62,5. Und wenn wirklich mal dann alles passt von den Rahmenbedingungen mit einem guten Feld und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist es irgendwann dann so, dass ich die 61, 42, die halt der aktuelle österreichische Rekord sind, würde ich natürlich lügen, wenn ich sage, dass ich die nicht mittel- und langfristig auch im Auge habe. Aber wie gesagt, jetzt war es für mich mal wichtig, ein bisschen mich reinzutasten. Bis jetzt waren meine längsten Strecken die 10 Kilometer und ja, ist halt dann doch ein bisschen mehr als das Doppelte und von dem her, wie gesagt. Ich bin zwar alt, aber nicht so alt, dass es mein erster und letzter Halbmarathon gewesen wäre. Wie kann man das planen? Also jetzt in deiner Leistungskategorie kann man das irgendwie das perfekte Rennen planen, dass du sagst, ich brauche bitte ungefähr das Feld, ich brauche ungefähr die Strecken, ich schaue, dass das Wetter passt, weil das macht ja doch offenbar Minuten, zwei Minuten aus, oder? Ja, natürlich, also Wetter aussuchen kann ich mir nicht, über die Mächte verfüge ich nicht, aber man schaut natürlich vom Starterfeld, wie es ausschaut, wann das Rennen ist, wie ist es normalerweise von Bedingungen, also das natürlich letztendlich ergibt sich einfach viel Wetter, wie gesagt, kann ich nicht kontrollieren und ob dann im Feld einer gerade gut in Form ist, gerade schlecht in Form ist, ob sich eine Gruppe bildet oder wer abreißt oder mal alleine rennt, das ergibt sich da und natürlich in einem gewissen Ausmaß die Sachen, die man halbwegs kontrollieren kann, die versucht man natürlich zu kontrollieren. Es war ja auch den ersten, du musst ja auch reinschnuppern und es wird ja auch beim Wien-Marathon noch viele geben, die, bei denen quasi das erste Marathon ist und denen wollten wir so ein bisschen mal so besprechen, wie das ist, was tut man so in der letzten Woche und wie bereitet man sich da so vor auf die. Also was eurer Erfahrung nach ist, wenn ich jetzt, gehen wir davon aus, ich bin noch nicht viele Marathons gelaufen, was sind so die Dinge, auf die ich mich so, die ich vielleicht optimalerweise getan habe und die ich dann in der letzten Woche tun sollte oder nicht tun sollte? Ja, also was habe ich bis jetzt, da, wenn ihr es jetzt hört, wenn der Podcast rauskommt, das heißt Freitag, der, was haben wir da, den 15., habe ich jetzt noch genau 9 Tage Zeit bis zum Marathon. Was habe ich bestenfalls jetzt alles schon gemacht oder viele Dinge davon, dass das Marathon-Debüt oder das Halbmarathon-Debüt okayisch wird? Also grundsätzlich ist es so, glaube ich, trainingstechnisch wird Dani dann das besser beantworten können, aber im Grunde genommen hast du trainingstechnisch alles gemacht. Was Training betrifft, hast du alles gemacht bis dato. Darüber hinaus sind dann noch die Kleinigkeiten, Abstimmung, das, was ich dann wirklich zu mir nehme und auch Schuhe etc., das habe ich alles schon erledigt. Also die Tage sind dann ein bisschen tapering, wird Andi dann noch erklären und viel gibt's da nicht mehr. Gut schlafen, gut essen, ausruhen etc. Ich habe jetzt gerade gehört, was ich zu mir nehme. Also das haben wahrscheinlich jetzt da gerade Marathonläufer wahrscheinlich ja, Halbmarathonläufer, wenn das der erste Halbmarathon ist und vielleicht nicht alle ausprobiert, was ich denn zu mir nehme, weil manche versuchen dann einen Halbmarathon ohne irgendwas durchzulaufen. Ist jetzt noch Zeit, dass ich teste, ob ich irgendwas vertrage oder nicht? Natürlich, genügend. Und was ist es bestenfalls? Weil jetzt wird es da das gute alte Langosch vorm Start, kann ich jetzt schon mal sagen, das ist es nicht. Ja, der Andi spekuliert damit, so wie das jetzt. Die Nussschnecke, wir haben im Vorgespräch gesprochen, die Nussschnecke ist bei ihm die Zimtschnecke ist bei ihm hoch im Kurs vor dem Start. Vielleicht war das der Grund, warum es die Minuten nicht ausgegangen ist. Ja, die hat er eingesteckt gehabt.
Haben wir schon Inspiration jetzt ein bisschen geholt von euch, mal schauen. Ja. Nein, aber wahrscheinlich sowas wie schauen, ob man Gel vertragt während dem Laufen. Je schwerer das Essen, desto schwieriger ist es wahrscheinlich. Und Zucker wirst du brauchen. Ja, natürlich. Also ich sage einmal, es ist wie in alle Bereiche, wie der Michi gesagt hat, natürlich 9 Tage vorher ist es nicht so, dass man von Grund auf beginnt, sich Gedanken zu machen, sondern man hat im Training gesehen, was geht, man hat in andere Bereiche gesehen, was geht. Und was ich als gefährlich erachte, was vielleicht ein wichtiger Tipp ist, der kurzfristig auch relevant ist, viele Leute, das machen Menschen halt allgemein gern und dann natürlich auch im Sport gern, jetzt wie beim Marathon, Halbmarathon, was auch immer, dass sie versuchen, mit irgend so einem diesen speziellen Trick zu haben, wo sie dann noch was rausholen können oder wo man halt einen Abschneider sich holen kann im Leben. Sprich, da tauchen dann die Leute am Wettkampf zum ersten Mal mit Hausnummer Kompressionssocken auf oder irgendein speziell Getränk oder was auch immer. Also irgendwas, dass man halt, wo man glaubt, man kann was rausholen, aber das jetzt aus meiner Erfahrung und allgemein, was ich von Leuten kenne, versuchen, irgendwas genau beim Wettkampf besonders zu machen und damit anders zu machen, führt in den meisten Fällen dazu, dass irgendwas rauskommt, was man nicht kennt und wahrscheinlich in den meisten Fällen dann auch so nicht haben will. Das heißt, mit irgendeinem besonderen Schuh oder Socken oder irgendwas Besonderes essen oder Besonderes, was auch immer machen. Der Sinn des Trainings und allem rundherum ist ja eigentlich, dass man sich genau auf diesen einen Moment dann vorbereitet und darum sollte man dann eben nicht anfangen, von dieser Routine wegzukommen und versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu finden, die gibt es halt leider, das kann ich sagen, letztendlich nicht. Das heißt, du willst mir sagen, dass am Renntag neue Schuhe ausbauen, irgendwas Neues essen und das komplett anders, einfach die falsche Idee ist, ich bin enttäuscht und ich weiß nicht, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Also grundsätzlich gibt es ein paar wirklich gute Faustregeln. Wenn zu uns Leute in den Shop kommen oder in den Store kommen und dann sagen, naja, nach dem Marathon komme ich dann nicht, da brauche ich ja einen neuen Schuh. Naja, ein alter Ausklatschter mit 800 Kilometer ist nicht der Schuh, der mir beim Marathon hilft. Ja? Oder mein Orthopäde hat gesagt, ich muss meine Muskeln stärken. Naja, ich brauche einen Schuh, der mir hilft beim Marathon, der mich im Rebound und in der Dämpfung und all diesen Dingen meiner Leistung entsprechend unterstützt. Das Zweite ist, viele kommen in den Store und sagen, ah, ich laufe einen Marathon, ich brauche einen ganz leichten, ich brauche einen Wettkampfschuh. Weil es ist ja ein Wettkampf. Darum brauche ich Wettkampfschuhe, am besten mit Carbon und am besten um 280 Euro. Das tut zwar unserer Kasse gut, aber das ist völlig falsch. Welcher Schuh es dann im Endeffekt ist, das bestimmt ganz allein die Leistung. Ja? Wir wissen wirklich aus Erfahrung, das ist getestet worden, da gibt es Biomechaniker, die das bei 4000 Probanden getestet haben. Da wissen wir, wenn ich heute 420er Marathon brauche, das ist Hut ab, Respekt, überhaupt keine Frage, aber da braucht es einen ganz normalen Trainingsschuh. Ja? Da muss der Muskel sowieso schon so viel tun. Ja? Wenn ich 4 Stunden 20 unterwegs bin und dann Schuhe anhabe, wo meine ganze Energie nach 30 oder wo die Leichtigkeit des Schuhs nach 30, 40 Minuten ja sowieso schon verspielt ist, diese 1-2% an Energie, was ich durch den leichteren Schuh gewinne, die habe ich ja relativ schnell verspielt. Und dann passiert nichts anderes, als dann muss der Muskel her, dann muss das Gelenk her, dann muss alles, was ich selber habe, her. Und das braucht halt bei 4 Stunden, ist das halt dann, wird das zum Dilemma. Daher, leistungsbezogen braucht es auch den Schuh. Der Andreas Walter, der kann einen Carbon-Schuh anziehen, der Michi Wernbacher braucht eher den Training-Schuh. Ja? Ganz einfaches Beispiel. Also, es gibt relativ einfache Regeln, an die man hält eines der besten Dinge, dann bin ich auch schon fertig, das ist der letzte Satz, wenn ich einen Marathon laufe, ob ich den jetzt in einem VTM laufe oder auch irgendwo im Ausland, das ist viel Aufwand. Da investiere ich auch Geld und so weiter. Und die wichtigsten Dinge tun die Jungs und Mädels dann aber nicht. Weil ich würde zum Coach gehen, ich würde mich nicht auf den Nachbarn verlassen, ich würde mich nicht auf den, der schon 18 Läufe gelaufen ist mit halbschiefem Gesicht und Schuhen, die schon 5000 Kilometer haben, sondern ich würde auf der einen Seite zum Coach gehen, würde sagen, du brauchst ein Programm, möchte beim VCM laufen, habe jetzt noch 12 Wochen Zeit, das ist gut. Ja, würde in den Laufladen gehen, wurscht ob zu WMU oder alle anderen, was es so in Wien gibt, die wissen das genauso gut,
und würde sagen, was brauche ich bis dorthin? Welches Schuhkonzept brauche ich? Also all diese Dinge würde ich mal holen und dann weiß ich ganz genau, dann kommt es nur mehr auf mich drauf an, dann habe ich nichts falsch gemacht. Aber was mich grundsätzlich interessiert, weil dass man grundsätzlich jetzt nicht mit neuen Schuhen läuft, das ist ja, sollte, findet man relativ schnell raus, wenn man es nicht rausfindet und man irgendwann macht, dann findet man es auch irgendwann raus. Aber was ist dann so das Ding, was man empfiehlt, oder Andi, vielleicht, wie viel Kilometer hat dein Wettkampfschuh typisch drauf? Wie du sagst, 800 Kilometer soll auch nicht drauf haben, aber null soll auch nicht drauf haben. Wo ist so, gibt's da Erfahrung, was so der Sweet Spot ist für Kilometer, der Schuh drauf haben soll, damit er optimal ist für einen Wettkampf? Ja, das kann man jetzt pauschal wahrscheinlich sagen, er muss XY Kilometer, da kannst du dann auch, wenn du eben zum Fachhändler gehst, je nach Modell auch sagen, okay, eben der Carbon-Schuh, der leichte, der hat meistens eine Sohle, die waren bei mir teilweise ziemlich schnell weg und da wirst du den stabileren Schuh haben, der ein bisschen länger hält. Dann, wie laufst du, wie rollst du ab, wie schwer bist du und so weiter. Also, aber grundsätzlich bei mir ist es so, das sollte logisch sein, kenne ich aber auch, dass Leute dann zum ersten Mal ihren Schuh anziehen, ihren Wettkampfschuh beim Marathon oder halt beim großen Wettkampf, ist natürlich nicht optimal. Und was ich empfehlen würde, wie ich es halt mache, ich bin relativ sparsam, also ich bin jetzt nicht so einer, der dann jedes Mal bei jedem Training, was ein bisschen schneller ist, gleich den Carbon Racing Schuh anzieht, sondern da bin ich dann ein bisschen geizig oder sparsam, dass der nicht so schnell hinig wird, aber schon so, dass man jetzt sagt, ausnahmsweise wie bei mir jetzt, ich habe halt schon meine 3-4 Trainings, wirklich hochspezifischen Trainings vor dem Halbmarathon zum Beispiel in dem Schuh gehabt und das hat mir gereicht. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich 5-mal in der Woche dann mit dem Schuh renne für mehrere Wochen, sondern ich habe meistens so die 3-4 Wochen davor habe ich halt 1-2 Mal pro Woche den Schuh angehabt bei den Einheiten, die wirklich ein bisschen den Wettkampf simulieren vom Tempo her. Und das passt mir dann, weil dann kriege ich auch ein Gefühl, natürlich, wenn du mit dem Wettkampfschuh bei einem viel langsameren oder bei einem ganz anders gestalteten Training läufst, ist das natürlich wieder ein bisschen ungewöhnlicher, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mein Halbmarathon-Tempo in, weiß ich nicht, ich mache 3 Kilometer Intervalle in Halbmarathon-Tempo, sage jetzt irgendwas, aber und da habe ich die an und dann habe ich sie beim Wettkampf, dann passt das und dann kannst du dich auch ein bisschen reinfühlen, dann merkst du auch, okay, bei mir zum Beispiel habe ich dann gemerkt, okay, die waren jetzt ein bisschen noch nicht eng genug geschnürt, da bin ich ein bisschen herumgerutscht und dann habe ich ja blaue Zehen gehabt und dann kannst du dich ein bisschen reintasten, also das soll passen. Lieber Andreas, ja. Bitte. Du kannst als Teilhaber von WeMove nicht sagen, ich bin sparsam mit Schuhen. Da heißt jetzt gleich in dem Podcast, der Walter spart Schuhe, der rennt 1300 Kilometer. Das schneiden wir aus. Das ist ja unglaublich. Ja, ich laufe alles mit den anderen Schuhen. Meine anderen sind so schnell kaputt. Er lacht mit den Föhn-Mumboots vom Hans Hintersee, das sind die Trainingsschuhe. gute Regel auf die eine Seite, der Schuh soll nicht älter sein als die halbe Lebenszeit, die er normal hat. Also er soll unter der halben Lebenszeit sein. Das heißt, ein Trainingsschuh, den ich verwende, der hat so rund 800 bis 1000 Kilometer Lebenszeit. Das heißt, irgendwo zwischen 400 und 500 Kilometer, da muss er drunter sein, dass er vernünftig helfen kann. Ja? Trainingsschuhe haben eine Lebensdauer von 400, 500 Kilometer, da soll er deutlich drunter sein, unter der Hälfte. Es gibt Carbon-Schuhe, da haben wir nicht mehr Lebenszeit als wie 300 Kilometer. Das ist so, da bin ich, sage jetzt mal, bei 100, 150 Kilometer mit Maximum schon. Da bin ich dann schon wieder am abnehmenden Ast. Da gibt's auch noch relativ wenig Erfahrung in dem Bereich, wo die Schuhe dann wirklich nicht mehr helfen. Das Problem ist, der Schuh wird ja nicht so, jetzt bin ich hin, weil jetzt habe ich 300 Kilometer, sondern das ist ein schleichender Prozess. Aber gut drauf ist man, wenn man unter der Hälfte der Lebenszeit den Schuh verwendet. Die Lebenszeit erfährt man beim Spezialisten. Ja? Also über zwei Fragen dazu direkt. Ja. Weil, also ich mache das auch, vor allem bei den Trailschuhen, dass ich sage, ich laufe immer dasselbe Modell bei den Trailschuhen, seit ich angefangen habe zum Laufen, weil die funktionieren die ganze Zeit gut. Und trotzdem laufe ich sie ein, bevor ein Wettkampf kommt, weil damit sie rundherum einfach ein bisschen wacher werden. Also wie wenn man einen anderen Schuh quasi anzieht, dass man sagt, okay, 3-4-5 Mal bin ich gelaufen. Also
man sollte es nicht nur tun, wenn man neue Schuhe, also ein neues Modell, sie zulegt, sondern bei jedem Schuh dann ein bisschen einlaufen und nicht sagen, oh, der ist so schön weiß, den behalte ich mir. Natürlich, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und wurscht, ob du den Schuh schon mal gehabt hast oder nicht. Ja, und ich glaube, man sollte auch nicht, das sage ich jetzt als jemand, der bei euch war und mit einem rosa Schuh rausgegangen ist, man sollte halt einfach echt nicht auf die Farbe schauen, weil ich glaube, Schuhdesigner sind die, die in dem ganzen Konzern sonst keiner mehr mag. Die designen nachher Schuhe, weil das gibt's nicht, was die an Farben verwenden. Was mir aber brennend interessiert ist, wie merke ich, dass mein Schuh schlecht wird? Weil, also für mich persönlich, ich gehe zum Schuhhändler meines Vertrauens, wenn ich mir denke, oh ja, also jetzt ist schon ein Dreivierteljahr um oder ein halbes Jahr, so, der müsste jetzt so Pi mal Daumen ungefähr die Laufleistung haben. Ich glaube, der ist alt. Also spüren tue ich das nicht. Ich mache das meistens, wenn das Obermaterial kaputt wird. Da denke ich mir, ja, jetzt sollte er jetzt mal vielleicht einen Neichen kaufen. Also für euch zwei können wir nicht leben. Nein. Das ist unglaublich. ganz einfach erklärt, also wenn du spürst, ist es zu spät. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens. Wenn du es spürst, ist es zu spät. Ist so. Mhm. Wenn Obermaterial zerschlissen ist, ist es zu spät. Grundsätzlich gilt wirklich diese Faustregel. Man merkt es dann oft erst wieder, wenn man in den neuen Schuh hineinsteigt, was dann wieder für Rebound da ist, was für Dämpfung das da ist. Auf einmal bin ich nicht mehr so müde, wenn ich 15 Kilometer gerannt bin. Ja? Ich bin deutlich frischer. Das macht der neue Schuh. Ja? Beispiel, alte Schuh, wir gehen bei Trainingsschuhen, nehmen wir den her, 1000 Kilometer in etwa aus oder maximal 2 Jahre. Ja, maximal 2 Jahre. Wenn du einen Schuh hernimmst, dann ganz einen neuen, dann lässt du in der Schachtel, den legst in die Ecke und legst ein Stück Eisen dazu. Dann kommst du in 2,5 Jahren wieder und dann schauen wir den Schuh an. Das Eisen ist gerostet und der Schuh schaut ganz neu aus. Aber innen drinnen in der Sohle ist ein chemischer Prozess, dort ist er kaputt. Der wäre nicht mehr laufbar, der wäre nicht mehr wirklich gut laufbar. Merkst du das? Also ist er dann einfach bockhart oder ist er? Ja, das ist genauso. Wie lässt sich nicht mehr so, lässt sich nicht mehr so gut bewegen, gibt keinen Rebound, biegst am Boden und so weiter und so fort. Also das sind schon die Dinge. Das Problem ist ja viel mehr gar nicht. Das Problem ist ja viel mehr dahingehend. Naja, der schaut ja eh noch gut aus. Ja, also das sind so oft die Dinge. In der Regel. Wie gesagt, 1000 Kilometer oder maximal 2 Jahre, dort hat der Trainingsschuh getauscht. Im Optimalfall hat jeder Läufer, der sich auf einen Marathon vorbereitet, 2 oder 3 Trainingsschuhe oder hat ein Schuhkonzept mit einem Lightweight-Modell, mit einem Trainingsschuh, mit einem Lightweight-Modell und im besten Fall dann, wenn es wirklich ein schneller Läufer ist, auch ein Wettkampfschuh. 2 Schuhe machen den Sinn, dass jedes dieser Modelle, das sind 2 gleiche Modelle, das sollen es nicht sein, sollen andere Marken sein, dass einfach die Belastung für den Körper jeweils immer eine andere ist. Das heißt, da gibt es so Belastungspunkte nach oben und das macht halt das Modell A anders als das Modell B, obwohl beide für mich ja zugeschneidert sind, aber es sind andere Marken, Fußbett ist ein bisschen anders und dadurch kommt die Belastung anders. Und diese Belastung, das ist gut, wenn die abwechselnd ist, wenn die verschieden ist. Wie macht es ein Läufer für Marke XY? Völlig wurscht, welche Marken, ob der jetzt da für Adidas, Asics, Salomon oder weiß der Geier läuft, ist ja völlig wurscht, weil der läuft immer die Marke. Ja, aber der rennt das Schuhkonzept, der hat dann einen Lightweight-Schuh an, wenn er rausgeht heute und sagt, er hat Intervalltraining, dann hat er keinen Trainingsschuh an, dann hat er einen Lightweight an und ist wahrscheinlich auch im Laufstil noch ein bisschen anders, auch da ein bisschen Veränderung drin, weil das Tempo um eine Minute in der Base höher ist. Das ist eine andere Belastung. Also der gesponsert ist, der ist ja nicht aus irgendwelchen Gründen gesponsert, sondern der ist gesponsert, weil er gut ist, weil er auch ein relativ hohes Tempo laufen kann und so weiter. Und dort beginnt es dann, da gibt es ein Schuhkonzept dahinter und dann ist wurscht, ob das von einer Marke ist oder nicht. Okay. Wobei, das darf ich dann als Letztes noch sagen, auch Läufer, die etwas langsamer sind, die können sich durchaus ein Schuhkonzept gönnen. Und wenn ich heute den Marathon laufe in 6 Minuten, da bin ich irgendwo bei 4 Stunden 12, glaube ich, bin ich dann im Ziel. Ja. Aber auch da darf ich mir im Training dann durchaus mal, wenn ich so Intervalle habe, was weiß ich, 8x100 oder 5x200 oder was weiß ich, da darf ich mir durchaus mal so einen Lightweight-Schuh
gönnen, da passiert nicht wirklich was. Ja, da ist die Zeit viel zu kurz, dass da irgendwo etwas passiert. Da darf ich mir so ein leichtes Stück zur Motivation schon mal durchaus gönnen. Ja, vor allem, wenn ich da einen schnellen Fünfer mal laufe ich ja, also auch wenn ich einen Sechser-Schnitt im Marathon laufe ich den Fünfer in einen, weiß ich nicht, einen Fünfer-Schnitt oder knapp drunter. Oder ist ja überhaupt kein Thema, da macht es die Zeitlänge nicht aus. Das macht es nicht aus. Also da kann man sich schon gönnen. Eins habe ich vorher gehört, man soll alles gleich lassen, was man im Training vorher getestet hat. Da darf man beim Wien-Marathon eins nicht vergessen. Der Wien-Marathon ist auch dieses Jahr wieder im April. Und bei meinem Marathon-Debüt war er auch im April. Und ich habe meine ganze Vorbereitung für Team Lange Hose trainiert. Und am Marathon-Tag hat es gehabt, Flo, du warst dabei, 27 Grad? 27 Grad. Diese lange Hose bei 27 Grad. Ha, gute die war Idee. Echt nur so halb gut. Da wäre eine kurze nicht schlecht gewesen. Also man sollte zumindest die andere Option im Training einmal getestet haben, dass man sagt, okay, es ginge auch in kurzer Hosen oder es ginge auch mit, weiß ich nicht, irgendwas anderem. Also, ja, aber wenn ich für einen April laufe, wenn ich für einen Marathon, der im April ist, trainiere und ich fange im November an oder irgendwo dergleichen, da bin ich ja permanent anders angezogen. Da bin ich bei wirklich kalt, habe ich 3 Schichten an, bei nicht mehr so kalt, habe ich 2 Schichten an, bei wirklich eisig habe ich eine dicke Tight an, bei nicht mehr so kalt habe ich eine halb anliegende Tight an, also bin da ja schon verschieden angezogen. Und wenn es einmal so 15 Grad, 16 Grad kriegt, habe ich die erste Mal ja kurze Hosen an. Das ist ja, das schlaue, ist ja. Schlaue Menschen würden das machen. Darum hilft der Spezialjob, darum hilft ein Coach, darum helfen diese Dinge. Wir wissen dann schon viel. Also wir sind dann, Herr Amazon weiß das vielleicht nicht, aber bei uns im Laden oder SSI, bei einem Willi Lilge oder bei einem Harald Fritz oder wie es auch alle heißen, egal jetzt. Lissi Niederheller, egal, dass sich da jetzt keiner benachteiligt fühlt, die wissen dann schon, was zu tun ist. Und da macht man sich's leichter. Kann ich da sinnvoll was machen? So wie beim Marathon-Debüt von Peter, da war es bis 3-4 Tage vorher war es kalt und dann ist eine Hitzewelle gekommen. Da bist du machtlos, oder? Ich meine, da musst du irgendwie leben damit und kannst halt nicht mehr auf Zeit laufen. Ich gehe davon aus, dass der Peter irgendwo davor in der Sonne trainieren war. Er ist auf Mallorca geflogen. Okay. Hätte er tun sollen. Ja, aber weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber Trainingslager Teneriffa, wie üblich. Ja, genau. Ich glaube, er wird es gewesen sein. Der Peter war ja nicht nur ein Anfängerläufer, sondern ist ein Vollprofi im Sport gewesen. Also der denkt sich schon was dabei und die können dann schon ganz gut mit dem Wechsel vom Wetter umgehen. Das wird ihm schon auch davor des Öfteren passiert sein. Ja, also ich denke auch, so flexibel darf man sein, also dass man mal ein anderes Hosel oder so dann anzieht, da geht es eher darum, bei welchen Temperaturen fühle ich mich wohl, als drum jetzt habe ich eine lange oder kurze Hose an. Und genau. Ich sage so, wie es ist, natürlich, ich freue mich, es macht schon einen Unterschied, speziell wenn man jetzt wirklich viel schwitzt, wenn es regnet und so und Co., ob man ein gescheites Gewand hat, eine gescheite Laufkleidung, eine Sportbekleidung oder nicht. Aber das mit dem kurzfristigen, ob du jetzt einen Schuh das erste Mal an hast oder nicht, das kann einen riesen Unterschied machen. Ob du jetzt eine Hose zum ersten Mal an hast, ist ziemlich wurscht. Natürlich beim Marathon, Halbmarathon musst du ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht aufreibst. Aber rein durch, weil du jetzt ein rotes Level angehabt hast und dann jetzt ein blaues Level angehabt hast, durch das laufst du jetzt nicht die grandiose Zeit. Aber wenn du den Carbon-Schuh dir aufgehoben hast, weil der kostet ja viel und dann will ich ihn zum ersten Mal beim Wettkampf anziehen und vorher den nie probiert hast, dann das macht halt dann eher schon einen Unterschied. Oder das klassische Beispiel, du kaufst ihn bei der Expo, weil er so günstig war. Das und bitte, ja. Also das du ist willst dann nochmal alles rausholen. Gerne inspirieren lassen und für die Zukunft, ja, genau. Aber erst nach dem Marathon das erste Mal anziehen, das wäre vielleicht gut. Wobei, Hose, also ich glaube, so als Tipp, an das manche nicht denken, bei Schuhe nicht zum ersten Mal laufen, ja,
weiß man. Aber wenn es ein neues Leiberl anzieht, das vielleicht ein anderes Material ist, wie das, was ihr normalerweise tragt, weil ich habe das gekriegt zum Lauf dazu, wurscht jetzt, ob das ein VCM oder sonst irgendein Lauf ist, überlegt euch, ob das auf die Nippel reibt oder ob da noch ein Blutbad herrscht. Es gibt Läufer, die schauen dann noch echt aus wie nach dem Krieg. Und die Laufhose ist, glaube ich, relativ wurscht. Die Laufunterhose, nein, die ist nicht wurscht. Auch da hörst du Schmerzensschreie auf der Ziellinie. Also das, die erste Schicht am Körper ist, glaube ich, die wichtige. Alles drüber, wurscht. Durchaus, also völlig richtig. Aber im Grunde genommen weiß einer, der über 5-6 Monate trainiert, davor schon einiges gelaufen ist, der weiß, welcher Hosentyp ihn gut tut, der weiß, welches Leiberl er braucht und der weiß, dass beim Piper, DM, Müller und wie sie alle heißen, das Vaseline gibt. Und das ist mein sowieso Begleiter bei einem 40 Kilometer Lauf. Das ist es ganz einfach. Einmal da, einmal da, einmal zwischen Fiers, rechts und links, einmal der Nacken, und dann sind wir schon relativ gut einmal von dem her und fertig ist die Karte. Immer gewaschene, nie gebrauchte Sachen anziehen. Keine gebrauchten Socken. Das war zu Louis Trenkers Zeiten, wo man die Schladminger-Socken dann dreimal vorher tragen musste. Immer gewaschene Sachen. Diese Fasern, die funktionieren nur, wenn sie völlig befreit von Rückständen sind. Ja, das sind oft Vierkanalfasern. Trocknen richtig rasch dafür und werden damit dann nicht so schwer und so weiter. Unbedingt frisch gewaschen. Ja, wichtiger Tipp zum Beispiel von unserem Freund der Ziege, der wirklich jahrelang bei Marathons und Ultras von Krämpfen gebeutelt war, bis er irgendwann auf die Idee gekommen ist, nach 2 Stunden gibt's eine Salzkapsel. Und seitdem weg sind sie die Krämpfe. Also wenn's mit Krämpfen kämpft, bei langen Läufen, Salz kann echt helfen. Und das ist was du bei den ISOs unterwegs nur so ein bisschen immer intus hast. Vor allem das halbe Isoland sowieso in dem Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Herr... Da kann man auch stehen bleiben kurz. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Andreas verrat, was in einer Flasche hat. Aber Fakt ist, also ich kenne keinen von den Elitenläufern, der nicht eine Messerspitze Salz in der Flasche hat. Ja. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das nicht... Andreas, machst du das? Bis jetzt noch nicht, weil es einfach noch nicht relevant war für mich, bis am Halbmarathon, ich sag's wie es ist, hat mich auch heute im Shop erst wieder weggefragt. In meinem Fall, ich war in 63 Minuten, das war jetzt wirklich auch noch kalt, da hat es um den knapp über 0 Grad gehabt und ich bin kein einziges Mal bei der Ladestation. Also trinken selber brauche ich da noch nicht und es wäre maximal, wenn es wirklich heiß ist, dann würde ich mal was drüber lernen zum Abkühlen, aber für die Flüssigkeitsaufnahme selber brauche ich jetzt bei einer knappen Stunde Lauf nicht wirklich was. Also Hobbyläufe und natürlich dann Marathon und darüber hinaus ist es Salz und ich kenne es auch so, die meisten Leute haben deswegen dann die Krämpfe. Also irgendwie die Leute assoziieren das immer so, ich muss Magnesium trinken, weil ich habe Krämpfe, also in den meisten Fällen ist es einfach allgemein, dass man dehydriert ist oder Salz. Ja, genau. Das sind die Dinge. Es ist Magnesium, hilft in den seltensten. In den seltensten Fällen bei Akutkrämpfen, also ist kein Ding. Der Andi ist natürlich, wenn ich 60 Minuten laufe, in der Regel trinke ich nichts. Natürlich, keine Frage. Nur es sind halt die meisten nicht 60 Minuten unterwegs, sondern wesentlich länger. Und da ist es auch, was grundfalsch ist, zu spät zum Trinken beginnen und zu spät, was auch immer zuzuführen. Gel ist natürlich am schnellsten umgesetzt, sind 70-grammige Kohlenhydratverbindungen, die setzen richtig, richtig schnell um. Die modernen Gels haben mittlerweile auch schon, sind Hydrogels, haben Wasser schon mitgebunkert im Flaschl oder im was auch immer drin ist, im Beutel. Und es braucht auch Wasser dazu. Die Leute glauben immer, so geht das Gel rein und dann, ja, juhu, das mache ich bei Kilometer 37. war einfach rausgeschmissenes Geld. Brauche ich von Anfang an, ja, das beginnt bei der ersten Ladestation, baut man das im Grunde genommen auf, und braucht unbedingt Wasser dazu.
Um Kohlenhydrate, Verbindungen aufspalten zu können, brauchen die Enzyme Wasser. Enzyme spalten diese Kohlenhydrate auf alle Fälle auf. Und wenn man ihnen kein Wasser gibt, dann nehmen sie es vom körpereigenen Haushalt. Das ist ganz einfach so. Das ist jetzt sehr grob erklärt, ja, aber sehr einfach erklärt. Und damit gehe ich irgendwann einmal Dehydration ein. Also wenn Gels und wenn ich das Ding nehme, dann muss ich das abgestimmt haben. Das braucht mit Sicherheit 4-5 Gels über die Zeit hinaus. Das braucht Getränk, was auch immer ich will und was auch immer ich mag. Und dann wird's von der Seite her sehr einfach passen. Ich kenne auch kaum jemanden, der Kohlenhydrate oder Wasser in der abgestimmten Form nicht verträgt. Also kenne ich kaum wen mittlerweile, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr gut gemacht ist. Also ich muss sagen, also jetzt vom Marathon kannst du das meistens nicht aussuchen, was du kriegst. Also wenn, außer du hast jetzt eine Eigenverpflegung, aber ja. Im Normalfall kannst du das ja sonst nicht aussuchen. Beim Ultra eher noch. Aber also dass man da einfach was mit hat. Nur so als gerade bei den langen Geschichten, also oder beziehungsweise bei den Dingen, wo man länger unterwegs ist, ist es halt echt hilfreich, wenn du nicht nur ausprobiert hast, vertrage ich diese Gelmarke, sondern vertrage ich auch viel von diesem Gel. Weil wenn ich nämlich ein Gel vertrage, ist das zwar super, aber wenn ich einen Marathon laufe oder länger und ich dann das 6., 7., 10. Gel reinkippe, so gut kann das beim ersten gar nicht geschmeckt haben, dass das 10. nicht grauslich ist. Und es wäre halt echt gut, wenn es dann noch immer drinnen bleibt. Und was trinke ich dann dazu? Weil ich zum Beispiel, ich tue mir dann echt irgendwann schwer mit nur Wasser. Ich kann aber auch nicht jedes. Also ISO ja, manche ISO-Sorten schmecken aber irgendwie nach Tennissocken. Aber noch ein Match. Was immer geht, für mich zumindest, ich weiß nicht, Flo, Cola mit Wasser. Cola geht immer. Cola mit Wasser, wo einfach keine Kohlensäure mehr drin ist. Es schmeckt nicht mehr toll, aber es funktioniert. Die wird nicht schlecht drauf, es bleibt drinnen. Also wer Schwierigkeiten mit ISO hat, probiert es einfach Cola mit Wasser. Das funktioniert also auch. 40 Kilometer Cola mit Wasser, da kannst du nicht ankommen. Das ist, der Zucker geht, der Zucker, das ist einfach Zucker, das geht so und dann geht es so. Das geht immer wieder so. Du schiebst, das geht immer so hin und her. Wirklich? Also, natürlich. Einfachzucker funktioniert nicht auf Dauer. Bringt nie eine Linie an Kohlenhydrate zusammen. Andi wird das besser wissen. Hilft dann, wenn ich jetzt nur 2 Kilometer habe oder was weiß ich, oder ich einen Patschen habe bis zum Gehtnimmer oder was auch immer, dann gibt's auch den weißen Spritzer mit was weiß ich was, hat's alles schon gegeben. Interesting. Aber auf einer 42 Kilometer Distanz Cola mit Wasser ist ein Hasardgespiel. Also es geht ja dann weil zu lang oder zu kurz? Ja, viel zu, also wenn ich permanent so viel Wasser und also so viel einfach Zucker in mir einschob, ja, Unglaublichkeit. Das kann ja nichts werden. Hoppala. Es geht. Andi? Ich bin den letzten Hund oder so gelaufen. Was glaubst du, wie du schnell gewesen wärst, wenn du es wirklich gemacht hättest? Denke ich mir auch. Das wäre ja wichtig, aber Wahnsinn. Nein, kann man nicht. Also, ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung, aber jetzt, ich sage mal, Marathon, selbst vor allem Kohlensäure sehe ich immer sehr gefährlich, auch wenn es verdünnt ist, ist egal, ich weiß nicht, wie sehr man das schmeckt. Aber Cola gerne für nachher aufheben, dass man sich sagt, okay, ich habe jetzt einfach, ich brauche einen Zucker schnell und das ist wurscht, ob es mir jetzt den Blutzuckerspiegel ein bisschen herumhaut. Während dem Rennen ist wahrscheinlich nicht ganz zu empfehlen, was der komplett den Blutzuckerspiegel durcheinander haut. Wie gesagt, ob das auf die ganz langen Strecken habe ich echt keine Erfahrung, wenn du jetzt 100 Kilometer oder so wir haben schon viele lange betreut, wirklich betreut und wir wissen auch da, wie länger das wird, umso die Mischungen dürfen nicht stark sein. Ja, das muss unter 10% runter, das muss unter 8% dann runter, was die Mischungen sind. Das wissen wir aus Erfahrung mittlerweile und das wissen wir ganz gut.
Nachhinein, so wie der Andi gesagt hat, da ist es ja schon schwer, okay, da kannst du Sachertorte essen und alles, gibt ja keine Insulinantwort. Die erste halbe, dreiviertel Stunde gibt es keine Insulinantwort nach der extremen Belastung. Also du kannst alles reinstopfen, da wirst du auch nicht dick, da wirst du auch nicht platt, da wird gar nichts, da wird der Zucker einfach wieder fertig, also erledigt. Also das ist, da gibt es keine Insulinantwort und daher wurscht. Aber alles dazwischen wäre jetzt, das wäre ein Hasard-Spiel, aber soll es geben, Peter, wenn du das so erledigst. Bei mir tatsächlich, muss ich sagen, funktioniert, aber wie gesagt, ich hab's nur deswegen gesagt, weil ich halt schon mitgekriegt habe, dass Menschen ISO nicht vertragen haben, also dass gesagt haben, ihnen wird schlecht drauf und dann gesagt haben, bevor ich jetzt ein ISO trinke ich gar nichts. Und gar nichts trinken ist immer die schlechteste Idee. Natürlich. Auf die Distanz und auf die Länge und die Zeiteinheit ist einfach auf 3, 4, 5 Stunden nichts trinken. So langsam kannst du gar nicht laufen, als dass du nichts brauchst. Nein, vor dir läuft da so ein permanent gleichmäßiger Strich. Und genauso soll es auch im Zuckerhaushalt oder im Haushalt sein. Und den halte ich mir am besten, indem ich anfange, bevor ich einen Durst kriege und bevor ich glaube, ich brauche jetzt Kohlenhydrate, da fange ich an zum zuführen. Und das mache ich in einem gewissen Rhythmus und dann, wenn ich gut trainiert habe und dann auch das Tempo so einhalte, wie ich es wirklich kann, wo der Coach gesagt hat, 6 Minuten geht oder was auch immer, egal, oder 5:30 geht oder 5 Minuten geht, oder für das hat man trainiert. Man lässt sich auf der Reichsbrücke dann nicht unbedingt von allen anstecken und auf einmal renne ich 4:20 um die Kurven bei der ersten. Das kann nicht funktionieren. Aber wenn ich das kontinuierlich mache, mich konzentriert drauf, gut vorbereitet habe, dann den richtigen Schuh anhabe und da reden wir wirklich von auch 2, 3, 4, 5 Minuten. Wir wissen das. Wie leichter der Schuh und wie langsamer ich bin, umso mehr hemmt mir der Schuh. Ich weiß, ich komme mit 4:40 oder mit 4:20 oder 4 Stunden ins Ziel, habe einen ganz leichten Schuh an, bin müde. Natürlich bin ich müde, bin ich an Marathon gelaufen, bin fix und fertig. Mit einem richtigen Schuh oder mit dem richtigen Schuh, in dem Fall dann halt der Trainingsschuh, der ein bisschen schwerer ist, bin ich mit Sicherheit um einige Minuten bei gleicher Leistung, bei gleichem Leistungsaufwand einfach schneller. Und das sind einfach diese Parameter, die dann den Marathon einfach zum Erfolg bringen und zum Erfolg machen, als wenn ich halt alles glaube, das ist leicht, das muss ich machen und da muss ich den Zucker essen, da muss ich das und das und das und das und das und am Ende ist es alles Firlefanz und das geht irgendwie mit Sicherheit daneben. Das ist ganz einfach so. Ja, das muss ich sagen, da muss ich sagen, habe ich mir jetzt da tatsächlich auch beim Lindkugel echt dran gehalten, weil du gesagt hast, schauen, dass der Zucker gerade Linie hat und ich glaube, beim Lindkugel habe ich wirklich brutal nach Uhr alle 25 bis 35 Minuten so ein Gel reinkaut. Und wie gesagt, das ist halt auf 5,5 Stunden nur mehr so halb gut dann, das 10. Gel. Ja, natürlich. Aber es hat halt funktioniert. Und das musst du halt auch wirklich trainieren, dass du das verträgst. Weil der Flo hat das ja auch in Vorbereitung vom UTMB. Ja. Du hast ja, ich weiß es nicht, wie viel Gels dir reinkaut beim Trainingslauf. Ja, es gab 2000... Ich muss sagen, 2019 eine Studie über die optimale Ernährung für 100 Meilenläufe, unter Jason Koop, der ja recht bekannter amerikanischer Trainer, der hat das dann so ein bisschen zusammengefasst auf seinem Blog und seine Spin zu den ganzen Sachen gemacht. Und da war halt das Thema Essen und Ernährung und warum sich der Magen quasi bei so langen Rennen oft umdreht. Und er hat gemeint, also die Quintessenz, die ich mir gemerkt habe, war, dass er gemeint hat, die meisten Leute haben das Problem, dass sie ihre 3, 4, 5 Stundenläufe machen, nichts essen, weil sie meinen, sie sind die coolsten, kommen mit wenig Essen aus und dann von ihrem Körper verlangen, dass sie bei einem 15, 20 Stunden Ultra plötzlich die riesigen Mengen Ernährung ertragen. Und er meint, das funktioniert genauso nicht, wie wenn du nichts trainierst, wirst auch nicht auf einmal 100 Meilen laufen können. Du musst, wie du deinen Körper trainierst, deinen Magen genauso trainieren, dass er dieses Volumen an Essen einfach aushält. Und das heißt, dass du deinen langen Lauf am Sonntag, so wie der Andi seinen Schuh testet und schaut, ob die Schnürung passt, muss der Ultraläufer den Sonntag so viel habern, wie er im Rennen ist. Das heißt, dass er seine 5 Stunden am Sonntag alle 25 Minuten ein Gel isst. Und
Ich hatte lange Zeit, immer so ab 6-7 Stunden hat sich mein Magen auch umgedreht. Ich habe zwar dann mich nie übergeben müssen, aber es war immer unangenehm. Und beim UTMB-Training habe ich das wirklich jeden Sonntag habe ich so gegessen, als wäre Rennen. Und ich bin ja jetzt nicht ganz durchgekommen, aber ich hatte die 25 Stunden quasi kein Magenproblem. Das war schon ein Gamechanger. Es gibt ja auch diese, wir haben auch schon viele 24er betreut, wirklich gut betreut und da haben wir uns wirklich Essenskonzepte überlegt und da kannst dann dazwischen schon auch mal auf solche langen Distanzen, 20, 24, 25, 26 Stunden und mehr, durchaus auch feste Nahrung geben. Ja, muss man dann nur überlegen, was davon, was kann ich gut, was vertrage ich, ob das dann Reis ist oder ob das Kartoffel ist oder was auch immer, ich muss einfach probieren. Aber das kann dann zwischen dem Geld schon mal sein, dass man nicht nur diese Pappe unten hat, sondern durchaus einmal, wie gesagt, oder einfach ein Stück Brot mit irgendwas. Also das funktioniert dann schon auch. Und das braucht es dann auch einmal für den Geschmack und für die Motivation und was weiß ich, was auch alles. Das haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht in Wörschachoma bei dem 24-Stunden-Lauf. Also da haben wir so alle 4 Stunden haben wir die Ernährung gechanged und haben wir einfach geschaut, dass wir bisher feste Nahrung an die Läufer bringen. Davor haben wir mit Gel gearbeitet, beziehungsweise dann durchaus auch mit Flaschen. Dann muss man halt einmal eine Flasche anders anrühren. Dann gehört halt einmal in eine Flasche kein ISO rein, sondern gehört halt einmal ein Kohlenhydrat rein. Dann nimmt man ein VD einfach oder was auch immer, ein Vitamin-Drink und macht da zwei Löffel voll richtige Carbs rein. Dann lösche ich mal einen Durst auch mit und so weiter. Also das geht schon. Man muss sich das nur überlegen, was tue ich und was kann ich, ja. Und wie du sagst, das muss ich probieren. Ja. Wenn ich immer nur 10 Kilometer laufe, werden wir halt irgendwann schwer tun, wenn ich dann 42 laufe. Aber mit allem. Aber ich glaube, das ist sowieso das Grundsätzliche beim Wurscht, ob es jetzt Wien-Marathon oder sonst irgendwas ist. Es gibt nicht die Zauberformel Abkürzungs Anleitung, sondern das, was an diesem Wien-Marathon-Wochenende rauskommt, ist exakt das, was du trainiert hast in den letzten 12, 16, 20 Wochen. Na, hundertprozentig. Wenn du vorher gescheit trainiert hast und es kannst, dann wird es funktionieren. Und wenn nicht, dann wirst du halt einfach elendiglich 4 Stunden lang sterben gehen. Jetzt überlege mal, du machst das 12 oder wie du sagst, bis zu 20 Wochen und vielleicht auch ein bisschen mehr noch, stellst du alles hinten an. Ja, du stellst, was weiß ich, Freunde, Familie und was auch immer, weil du trainierst ja brav, du stellst alles hinten an. Weißt wenig darüber und machst halt. Liest dort ein bisschen was und da ein bisschen was und da lügt das Internet und da lügt der Nachbar und was weiß ich, was weiß. Da würde ich doch dieses bisschen Geld, was es braucht, hernehmen und einfach zu einem Coach gehen. Zu einem Coach gehen und sagen, du, hilf mir, mein Ziel zu erreichen, kostet im Endeffekt unterm Strich in Wahrheit wenig. Ich habe vielleicht sogar dann durch den Coach die Möglichkeit, dass ich weniger tue. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich es einfach richtiger tue. Das sind einfach so die Dinge. Und wenn du hörst, nein, ich habe 5, 2 Stunden, ich mache jede Woche einen 2-Stunden-Lauf. Einer, der 4 Stunden läuft, der braucht keinen 2-Stunden-Lauf, der braucht einen 3-Stunden-Lauf. Ja, der muss einmal die Muskulatur dorthin bringen, der muss 3 Stunden dann den langen Lauf haben. Aber das sagt er ja dann niemand. Aber der Coach sagt das. Und das sind einfach die Dinge, wenn ich es wirklich richtig mache, dann gehe ich um die Ausrüstung in den Spezialladen. Von dem her, da gehe ich um das Wie ebenfalls zum Spezialisten, zum Coach, dann bin ich schon mal relativ weit. Und dann probiere ich das auch noch alles aus. Beim Spezialladen. Da muss ich auch sagen, ihr habt ja auch viel Zeug. Aber wenn jetzt jemand an Zeug im Sinne von diversem Equipment, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte den Wien-Marathon laufen, werdet ihr ihm wahrscheinlich auch nicht alles verkaufen, was ihr im Laden habt. Weil ihr habt halt einfach Sachen, die für einen Marathon nicht geeignet sind oder nicht sinnvoll sind. Weil nein. Das muss man halt bei euch sagen, das ist das, warum ich gern zu euch gehe. Ich weiß, egal zu wem ich da gehe, das ist ein Läufer. Der weiß, von was er redet. Der eine halt länger, der andere kürzer, der eine schneller, der andere langsamer, wurscht. Aber grundsätzlich sind das alles Läufer mit einer gewissen Erfahrung, die einfach sagen, tu das
und mach das nicht. Und na, du wirst wahrscheinlich keine Trailstecken beim Marathon brauchen. Ja, klar, dazu mal anhalten. Ich kann dir eines sagen. Weißt du, wie bei uns ein Gespräch in der Regel nach Servus und Christi beginnt? Ja? Und zwar mit der Bedarfsanalyse. Und das ist das Wichtige, dass ich die in einem Gespräch von 1, 2, 3 Minuten ein bisschen kennenlerne. Was machst du? Was hast du gemacht? Was willst du tun damit? Was ist dein Ziel? Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt die schönste Hose, die du hast, haben und ich möchte das schönste Leiberl haben und die Jacke auch noch, das ist mir das alles wert und dann kaufe ich mir noch 2 Paar Schuhe und die dürfen im 21. Jahrhundert auch schön sein. Naja, da kann ich eh nicht, da werden wir genauso gut analysieren, genauso gut beraten etc., aber da haben wir nicht den 24. April vor uns oder den 29. September oder was auch immer. Wenn du aber zu mir sagst, du, ich möchte den ersten Marathon in meinem Leben laufen und das möchte ich tun und etc., dann werden wir sehr wohl mithelfen. Und da wird es bei uns nicht nur dann um den Schuh gehen, weil da geht es dann auch ein bisschen, dass ich gesund bleibe, ist es ja nicht nur der Schuh, sondern das hat dann auch ein bisschen mit dem Laufstil zu tun. Wenn der Hintern hinten unten ist, dann sagen wir sitzend laufen dazu und das wird dann nichts. Ja? Weil ich kann nicht sitzend laufen am Marathon. Und das Dritte, was wir immer hinweisen, das ist die Disbalance der Muskulatur. Das kannst du bei Läufern mal anschauen. Von 100 sind 98 in der Disbalance. Übrigens der schnellste Läufer ist gleich, glaube ich, auch. Was? Nein, wobei man muss ja da jetzt direkt erwähnen, den YouTube-Kanal von dem schnellsten Läufer Österreichs, wo man immer wieder gute Tipps hört, also bei Lauffeld. Also ich muss sagen, genau. Und ich schaue man kann sich optisch auch von den Disbalancen überzeugen. Wobei ich muss sagen, diese wöchentlichen Läufer-Workouts sind eigentlich ziemlich cool. Also ich schaue mir die regelmäßig an. Dann rufst du dir mal auf, gehst da rein und rufst dir mal auf, wo er mit Mario Mosbeck trainiert. Ah, das habe ich auch so wieder gesehen. Ja. Meine Bewegungskünste sehr schön dargestellt, aber auch das ist vielleicht so eine Sache, die ich gleich mitgeben kann, ist letztendlich, da kommt es ein bisschen aufs Gleichgewicht an und letztlich wieder auf das, was ich trainiert habe. Also wahrscheinlich Leute, wenn sie mein Dehnungsniveau sind oder ein Dehnungslevel und teilweise auch mein Kräftigungslevel, also wenn ich 10, 15 Liegestütz mache, ich bin einfach tot, aber ich weiß einfach, wo für mich der Punkt ist, dass es funktioniert, ganz einfach, weil ich es lang trainiert habe, lang geübt habe und die Erfahrung habe. Und dann passt das. Also drum ist es sehr gefährlich, eben gerade bei sowas, wie es der Michi oder wie es ihr habt, nur weil der Nachbar oder irgendwer in einem Forum online geschrieben hat oder unter einem Facebook-Bild was hingeschrieben hat, da wäre ich sehr vorsichtig eben. Da gehe ich zum Fachhändler, wenn ich was für Schuhe und Co. brauche. Da gehe ich zu einem Trainer, wenn ich trainingsspezifische Sachen wissen will. Weil ich glaube eben keinen Euro, den du dir natürlich ersparen kannst, wenn du das auf eigene Faust machst oder halt den Freund von der Freundin vom Nachbar fragst oder so. Das zahlt sich nicht aus, da irgendwas zu sparen, wenn du dich dann 5 Stunden durch einen Marathon quälst, weil du falsche Schuhe hast, nicht richtig trainiert hast und zwischendurch irgendwann einen Schaß gegessen hast halt. Laufen soll letztendlich, glaube ich, Spaß machen. Das ist bei mir so auch, wenn ich es professionell mache und umso mehr soll es, glaube ich, der Fall sein, wie jemand das halt als Hobby macht. Und letztendlich wirklich ist es einfach so, wir trainieren nicht zum Spaß, sondern wir trainieren, weil wir es irgendwo abrufen wollen können, wie du es gesagt hast. Es passieren im Laufen, das ist so ein schöner Sport, du kannst viel erreichen, aber auf der anderen Seite, es passieren keine Wunder. Es kann vielleicht ein schlechtes Fußballteam mal gewinnen gegen ein gutes Team, aber du wirst nicht 3 Stunden laufen, wenn du 4 Stunden trainiert hast am Marathon. Das passiert halt nicht. Es ist in dem Sinne ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Du kriegst das raus, was du reinsteckst. Ja, genau. Ja. Aber um so ein bisschen den Bogen zur letzten Woche vom VCM noch bekommen. Ich habe jetzt den richtigen Schuh, ich besorge mir noch und gehe halt ein, zweimal laufen und riskiere es halt ein bisschen und ich habe mir jetzt auch wunderbare Gedanken über meine Ernährung gemacht. So, was mich noch interessieren würde, ist so, was auch oft gefragt, was kann ich in der letzten, dass ich jetzt von der Performance her nicht mehr wahnsinnig was raushole, ist mir auch klar. Ich kann aber wahrscheinlich noch wahnsinnig falsch machen. Was kann, darf, soll ich in der letzten Woche überhaupt noch trainingstechnisch machen? Also das, was eigentlich schön ist, aber ich glaube, richtig schwierig ist,
ist, dass du wenig machst. Und das kenne ich selber und das kennen wahrscheinlich viele, viele Läufer auch. Das heißt, du hast jetzt Hausnummer eben dich auf einen Marathon vorbereitet und hast regelmäßig 20, 30 Kilometer Läufe teilweise darüber hinaus noch gehabt. Und auf einmal ist die letzte Woche da, die im Normalfall schon tapering ist. Also oft ist dann so, spätestens oder ungefähr eine Woche vorher machst vielleicht noch ein bisschen was zum Reintasten ins Marathon-Tempo und dann war's das. Und wenn du plötzlich von deinen 30 Kilometer Läufer, dann sind die letzten Tage da und das, ich bin noch kein Marathon bis jetzt gerannt, aber das kenne ich selbst bei mir, dann hast du die Tage da mit 30 Minuten Dauerlauf, 40 Minuten Dauerlauf, Ruhetag alternativ, vielleicht spazieren gehen oder so. Du kommst da echt schlecht vor und das ist, glaube ich, für die wirklich die Läufer das Schwierigste, dass du sagst, ich soll und darf jetzt einfach mal verhältnismäßig eigentlich nichts machen. Also jetzt für mich einen Tag mit 30 Minuten joggen gehen, das ist de facto nichts. Und von dem her, das wirklich, haltet euch dran, die letzten Tage sind zum Erholen da, fokussiert euch am Wettkampf und nicht einerseits nichts nachholen und zweitens kein schlechtes Gewissen bekommen, weil man halt jetzt mal ein paar ruhige Tage hat im Tapering. Das hat schon seinen Sinn und das ist, glaube ich, glaubt man gar nicht, wie schwer das sein kann. Also vielleicht ein Nichtläufer oder Nichtsportler versteht es nicht, wie schwer es für einen sein kann, dass man nicht trainiert. Das Ganze heißt dann im Fach Jargon Tapering. Das kenne ich nicht. Tapering, was ist das? Tapering. Hast du auch noch manchmal, also das sagen ja viele, die was nicht, 12, 16, 20 Wochen hintrainieren und dann ins Tapering reinkommen und ein bisschen nichts tun, dass plötzlich es zwickt in der Hüften, es tut der Fuß weh, ich fühle mich verspannt. Hast du das als Profi auch noch, dass der Körper irgendwie auf einmal sagt so, du tust gerade nichts, dann zeige ich dir mal, wo es vielleicht wehtun könnte. Denk mal drüber nach. Glücklicherweise nicht. Ich bin allgemein in der Position, eben was mich selber verwundert, aufgrund meiner Kräftigungs- und Bewegungsfähigkeiten, dass ich tatsächlich keine wirkliche Verletzung in über 10 Jahren Profisport bis jetzt gehabt habe, was natürlich sehr selten ist. Also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, dass das bei jedem so ist, aber ich habe nichts mehr. Und ich glaube, das ist eher ein Zeichen. Also das ist so der Klassiker. Bitte auch nicht machen. Viele Leute beim Marathon vielleicht gar nicht so arg, aber dann so, ich bin jetzt beim XY-Lauf angemeldet, habe ich mit meinen Freundinnen, meinen Firmenkollegen oder was angemeldet. Ich hätte eigentlich schon 2 Monate auf mich vorbereiten sollen oder 3 Monate, aber ich habe so viel Stress gehabt, jetzt mache ich dafür in die letzten zwei Wochen durch jeden Tag trainieren und besonders hart. Da ist dann die Überraschung anscheinend manchmal groß, dass man dann verletzt ist oder Beschwerden hat. Also das ist wahrscheinlich, entweder du, es ist wirklich eine psychische Geschichte, dass du da an die Arbeit musst, dass du sagst, okay, wenn ich nichts mache, ich spüre irgendwas, oder wenn der Kopf, also wenn das Ganze nicht nur als Placebo-Effekt existiert, sondern tatsächlich, dann musst du vielleicht dem Gedanken machen, okay, habe ich vielleicht zu hart trainiert, habe ich zu viel gemacht, war mein Aufbau irgendwie zu intensiv, weil du solltest schon in die letzten Tage so reingehen. Also ich komme zugeben, bei mir ist es so, ich komme meistens ein bisschen schlecht vor, wenn ich dann da bin und so, ja, 30 Minuten, aber dann essen tue ich dann trotzdem den ganzen Tag und das ist eigentlich zart und es ist ja vor allem psychisch für mich immer schwer, diese letzten Tage vor einem großen Wettkampf, weil halt wirklich nicht viel passiert, aber genau da muss man sich halt dann wirklich drüber trauen und nicht, nicht irgendeinen Abschuss noch im Training machen. Es kommt ja dann so das Gefühl, so ich fange jetzt zum Schwitzen und mache gar nichts. Ich habe so das Gefühl, ich habe mein ganzes Trainierte verloren, ich habe meine Kraft verloren und all diese Dinge, die kommen dann. Aber genau das braucht's. Und der letzte Tag ist dann, also der Samstag davor, ein bisschen den Puls auf gleich bringen, ein bisschen einlaufen, ein paar Kilometer laufen, ein paar Kilometer, 2-3 Kilometer vielleicht in der Marathon-Base oder dergleichen, 5-6 Kilometer maximal, gut auslaufen, noch einmal gut dehnen, nicht unbedingt Kaiserschmarrn und Nudeln reindrucken, sind Kohlenhydrate, die keiner, das ist einfach ein Baumpf, das ist nichts so wirklich. Das wären aber so 3 Fragen sogar gewesen. Wann der letzte Lauf wirklich am Tag davor oder 2 Tage davor? Am Tag davor. Aber gemütlich quasi. Ja, einlaufen.
ja, mit wenig kurzer Zeit, wo ich diese Marathon-Pace simuliere. Ja, am Tag davor, aber dann auch noch die Frage, sowas wie massieren lassen, also ist das gut oder haut man das die Spannung im Muskel zusammen? Ja, also jetzt von meiner Seite kurz, bei Training würde ich auch, gebe ich immer so weiter, wenn es einen Ruhetag vor, also natürlich bei den meisten Läufern, logischerweise gibt es Ruhetage, weil man nicht jeden Tag trainiert, aber den letzten Ruhetag würde ich 2 Tage vor dem Wettkampf machen und der Tag vor dem Wettkampf irgendeine Bewegung. Das kann intuitiv sein, ob du jetzt 15, 20, 30 Minuten laufen gehst. Also bei mir sind es am Vortag meistens 30, 40 Minuten laufen, so ein bisschen Steigerungsläufe, ein paar Mal schnell hin und her, die Beine durchschütteln. Ob du jetzt spazieren gehst, was auch immer. Also, du solltest nicht die letzten Tage nur einschlafen sein, dann ist da irgendwie der Sprung und der Schock vielleicht ein bisschen groß für den Körper. Und um kurz nur das mit dem jetzt, weil das gerade gekommen ist von dir, mit der Massage, das ist genau wieder sowas, wo ich sagen würde, wie habt ihr es im Training gemacht und wie hat es gut funktioniert? Also ich bin einer, der wenig Massagen braucht und ich würde mir zu weich vorkommen. Es gibt andere, bei denen das genau umgekehrt ist, aber ich würde eben genau nicht machen. Ich habe nie eine Massage gehabt in meinem ganzen Trainingszyklus und dann am Tag vor dem Marathon gehe ich massieren und dann wundere ich mich, wenn sich die Beine komisch anfühlen beim Rennen. Das naja, ist genau es ist auch der Tonus. Du machst deinen Tonus kaputt mit der Massage davor. Wenn das während der Trainingszeit ist, immer wieder mal auslockern, Sauna und solche Dinge, sicher gut am Tag oder 2 Tage davor massieren, machst nur den Tonus kaputt. Was ich noch zum Spazierengehen sagen muss, es ist natürlich jeder hat irgendwo ein gewisses Ritual und überhaupt von den Profis, die haben dann ja Rituale, die man gar nicht nachvollziehen kann. Also wirklich, das ist so. Normalerweise macht, wir wissen es aus Tests, spazieren gehen macht müde und nichts anderes. Macht müde Beine und bringt den Puls nicht dorthin, wo ich ihn eigentlich am Vortag regulieren sollte. Weil du kannst es anschauen, wenn du 2 Tage nichts tust und dann gehst laufen, du hast ganz eine andere Pulssituation, als wenn du am Vortag gelaufen bist. Das ist viel eine bessere Pulssituation. Lustigerweise von meinem Marathon-Bestzeit war ich am Vortag den ganzen Tag in Barcelona Sightseeing. Hat gut funktioniert. Ja, und ich bin noch mit einem relativ neuen Schuh gelaufen. Ich gefühlt habe ich in meinem Kopf viele der Regeln jetzt gebrochen. Ich bin auch noch nie am Vortag eines Marathons in Marathon-Pace gelaufen. Anscheinend habe ich noch wahnsinnig viel falsch gemacht. Ich auch ja, du bist da wahnsinnig langsam. Ja, gut. Meine Marathon-Bestzeit ist fast ein 100-Kilometer Lauf auf einen Andreas. Also eben. Also, es ist schnelleres Spazierengehen, was du da machst. Richtig. Aber wenn man jetzt wirklich an dem Tag quasi ankommt, oder am Vortag, es gibt dann nachher Leute, die sind super nervös. Und ich glaube, gerade wenn es um eine Bestzeit geht oder sonst irgendwas oder um den ersten Marathon, dann schlecht schlafen ist einmal angesagt. Man sollte sich keine Gedanken machen, wenn man nur 4 Stunden geschlafen hat. Man kommt trotzdem ins Ziel. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Problem. Die letzte Nacht ist nicht das Problem. Die vorletzte und die vorvorletzte Nacht sind viel wichtiger. Richtig. Das auch meiner Erfahrung nach. Nur, was habt ihr so als Faustregel, wie viel vorher sollte ich essen? Was weiß ich, um 10 Uhr ist Start von mir aus. Wann sollte ich gegessen haben? 7 Uhr? 8 Uhr? Noch früher? Was? Wie viel? Und ich glaube, zum Nervössein, ich glaube, alles, was man sich aufschreibt auf einen Zettel, was du einfach nur abhaken musst nachher, was weiß ich, habe ich die Schuhe, habe ich die Hosen, habe ich mein Übergewand, habe ich meine Gels, habe ich das, nimmt dann die Nervosität weg. Habt ihr da irgendwie auch Checklisten im Kopf, wo ihr sagt, denk an die 20 Sachen, dann ist alles super? Es machen ja, dank Facebook sieht man ja, dass relativ viele richtig machen. Die legen sie am Abend am Boden alles auf, was sie brauchen, machen ein Foto und posten das. Damit hat er schon mal den Check, weil der will ja herzeigen, hey Leute, ich bin auch dabei, Startnummer dazu und was sie, 2 Gels und das noch und dort noch alles dabei gelegt. Damit hat er sich ja schon mal dort in diese Situation gebracht. Er hat auf alle Fälle immer nichts vergessen. Er hat alles beisammen, er hat seine 7 Zwetschgen beisammen und dann funktioniert das dort auch gut. Mit dem Essen bin ich immer der Meinung,
Das ist in der Regel auch gut getestet. Das bringt nichts, wenn ich irgendeinen Baum reinstecke. Das bringt schon am Abend nichts, wenn ich mich mit Nudeln voll trug und mit Kaiserschmarrn und mit was der Teufel was. Wenn ich es vertrage und gut kann und es völlig egal ist, dann soll es so sein. Aber in der Regel ist das kein Essen für richtig gute Leistung abzurufen. In weiterer Folge ist es natürlich auch so, wie früher, dass ich mit hochwertigen Kohlenhydrate anfange, das muss dann halt einmal halten können. Also das braucht es dann auch nicht zu früh. Die Speicher sind ja aus der letzten Woche ja eh voll. Ich brauche dann nicht noch schon 2 Stunden vorher dann noch, was weiß ich, schon mit Kohle und mit Carbs und mit was weiß ich was beginnen. Das brauche ich nicht, weil die Speicher sind ja voll. Bis ich mich dann zum Bewegen anfange, so lange habe ich Speicher. Ich kann sie eh nicht überfüllen, das geht eh nicht. Aber der Andi wird aus Erfahrung sagen können, was er tut. Ja, also es ist bei mir meistens so, wenn man jetzt davon ausgeht, ein klassischer Lauf, der meistens am Vormittag ist, wenn wir jetzt im Thema Marathon noch haben. Ich kann es jetzt zum Beispiel hernehmen, bei mir ist es so, mein Halbmarathon war um 10 Uhr auch klassisch, also 9 Uhr, 10 Uhr sind die klassischen Zeiten, würde ich jetzt einmal schätzen. Und ich mache es da meistens so, dass ich am Vorabend gut esse, das heißt, ich brauche keine komplette Eskalation oder Völlerei, sondern ich habe vielleicht ja eine leicht überdurchschnittliche Mahlzeit, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich gut satt und jetzt habe ich viel Kohlenhydrate gegessen und auch da zum Wettkampf hin ist es einfach so, da geht es jetzt nicht primär darum, die Ernährung in dem Sinn der Ausgewogenheit zu optimieren, dass man sagt, ich tue viel Ballaststoffe und viel Rohkost und viel was auch immer, sondern da schaue ich einfach, da esse ich halt wirklich an Reis mit ein bisschen gekochten Gemüse und einer Tomatensauce zum Beispiel noch davor, so dass ich gut satt bin am Vorabend und dann in der Früh zum Beispiel war es bei mir so, dass in meinem Fall 10 Uhr war das Rennen, so 6:30, 7 habe ich zwei Semmel mit Marmelade gegessen. Das ist so der Klassiker. Also das, wenn du 1-2 Semmel isst, für die meisten reicht das, was du im Alltag nicht machen sollst, aber da passt es einfach, wenn du irgendein helles Brot, ein helles Weckerl nimmst, was jetzt nicht zu ballaststoffreich ist, dann passt das im Normalfall. Auch da ist es so, bitte da auch keine Experimente, im Optimalfall schon, dass du sagst, ich mache mal an einem Sonntag meinen langen Dauerlauf oder meinen zügigen Dauerlauf um dieselbe Uhrzeit und esse mal so, wie ich beim Wettkampf dann essen werde, dann ist schon viel gewonnen, dann nicht experimentieren und dann ja einfach keine Blödheiten auffinden. Nicht essen ist das Schlechteste. Ja, also sehr schwierig, ja. Vor allem beim Marathon ist bis nicht essen gegangen. Ja. Und manche sagen dann, kann man dann, was in der halben Stunde vorm Start her und sagen, ah, da musst du unbedingt eine Banane oder zwei essen. Also ich persönlich zum Beispiel, eine halbe Stunde vorm Start der Banane ist echt keine schlaue Idee bei mir. Aber was viel auch macht, ist sich aber eine halbe Stunde vorm Marathon noch ein Gel reinpfeifen, weil sie meinen, dass das braucht ihr dann, bis quasi in den Körper geht und dann, wenn sie loslaufen, dann kickt das Ding so rein. Ist das was ihr unterstützen würdet? Oder? Nein. Gel braucht es nicht davor. Für aus meiner Seite auch, wieso brauche ich das Gel? Das brauche ich ja dann eigentlich nur, wenn irgendwo, zu dem Zeitpunkt sollte ich ja aufgefüllt sein. Also wenn ich eine halbe Stunde vom Rennen nachhelfen muss, dass ich Energie habe, dann ist vorher schon was schief gegangen, meiner Meinung jetzt nach. Nein, braucht es auch nicht. Schiebt den Blutzucker nach oben, völlig sinnlos, völliger Schwachsinn. Wie der Andi sagt, gehört dann, sind kleine Helferlein, die mir den Zuckerspiegel da dann immer wieder auf einer Linie halten, aber niemals im Leben damit beginnen davor. Okay. Außerdem ist es ganz schnell, übrigens, wir reden da von 4, 5, 6 Minuten, ist es zur Verfügung. Kurze Frage dazu, weil, also für mich, ich weiß nicht, Flo, wie deine Erfahrung ist, also ich spüre das Gel, wenn ich so will, nach 15 Minuten. Da bin ich dann auf einmal so, schau an, da ist wieder Energie, wo vorher keine war, aber vielleicht ist es bei manchen ja nach 6, 7 Minuten schon, keine Ahnung. Und was ist bei kurzen Läufen? Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Bahnwettkampf, 5000 Meter, pushst du die da vorm Start noch? Push also, im Sinne von... Nimmt man da vorher ein Gel? Nein, oder Zucker oder irgendwas? Ich will ganz ehrlich sein, ich sage so, wie es ist. Also natürlich, direkt vorher was essen, das für was im Magen liegt, ist immer schlechter bei 5 Kilometer. In meinem Fall überhaupt, das sind 13,5 Minuten.
es ist komplett wurscht, ob ich am Vorlager einen Burger oder Pizza oder Reis oder Nudeln, das ist wirklich so wurscht. Bei den meisten Leuten, je nach Tempo, geht es bei irgendwo 10er oder ab Halbmarathon dann wahrscheinlich los, dass man sich spezifisch Gedanken machen soll. Aber wenn du jetzt wurscht, eine Viertelstunde, 20 Minuten da laufst, das ist wirklich komplett egal. Also das einzig Wichtige ist, dass du einfach nicht mit einem Vollmagen reingehst, dass da einfach schlecht wird beim Laufen. Aber das ist genau da, das, was wir vorher gesagt haben, was dann da direkt davor ist, ist so ziemlich wurscht. Es kommt in Wirklichkeit darauf an, was du die Tage und Wochen davor gegessen hast. Das ist viel wichtiger als kurzfristig. Wir reden ja bei diesen Hilfen von langen Läufen. Und ja, in der Regel gilt ein langer Lauf ab circa, je nachdem wie er ist, ab einer Stunde, also was über die Stunde geht. Dort fängst du dann langsam als langer Lauf zu gelten an. Von dem her und alles andere darunter. Wenn das der Körper nicht kann, dann hilft auch kein Gel. Ja, weil gefühlt ist das schon ein Tipp, also ich kenne schon viele Läufer, die das irgendwie machen. Also das ist jetzt nicht so nur so eine Urban Legend, die man hin und wieder hört, aber war mir das gar nicht so bewusst. Ich muss ehrlich sagen, hab ich auch schon gemacht. Also bei irgendeinem 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf habe ich das auch schon vor dem Start gemacht, dass ich mir 10, 15 Minuten vorher noch Gel reingehauen habe. Ja, wenn es dir wirklich, das ist wie bei vielen anderen Sachen, wenn es dich beruhigt und für den Schädel dir hilft, weil du sagst, ah, scheiße, ich bin jetzt hungrig, jetzt muss ich was tun. Ich habe auch schon mal eineinhalb Stunden vor einem Rennen, habe ich eine Banane gegessen, aber einfach, weil ich gesagt habe, ich kriege ein bisschen an Hunger. Ja, dann, wie gesagt, wenn es für dich passt, dann passt das, aber jetzt rein aus Energiesicht oder aus Ernährungssicht, dass du diese, je nachdem, was du rennst, 20, 30, meinetwegen 45, 50 Minuten nicht durchkommst von dem, was du in deinem Körper gespeichert hast. Also da musst du wirklich schon dich ausgehungert haben die Tage davor. Und eine kleine Sache, weil ich das kenne noch, ein direkt vorher ein Traubenzucker, das ist anscheinend vor allem früher so vermarktet worden, also direkt vor ein Traubenzucker, direkt vor einer sportlichen Aktivität reinhauen, ist jetzt nicht das, was dich voll pusht, sondern du wirst so eine halbe Minute, Minute direkt nachher einen guten Kick haben, aber dann haut es dich halt ordentlich zusammen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, die Eltern geben ihren Kindern noch schnell einen Traubenzucker, dass sie viel Energie haben, ist leider in der Realität. Ja, wobei, das stimmt ja, wobei Maltodextrin ist schon ein richtig gutes Mittel dann auch wieder. Also da gibt es ja Zuckerarten, die man richtig gut verwenden kann. Ja. Das sind in viele Flaschen von vielen Profis auf lange Distanzen. Ja, ja. Aber das ist quasi nicht so. Aber ja, es ist ganz einfach so, wenn du davor alles richtig gemacht hast, das ist Sackerl voll. Und wenn ich in ein volles Sackerl was rein leer, dann geht's einfach daneben. Das ist ganz einfach. Das rennt rechts und links dann runter. Und so ist es auch beim Gel. Wenn es dir für den Kopf hilft, dann ist es halt so, dann hat's für den Kopf geholfen. Für sonst hilft's nichts. Aber ein anderes Thema noch, was ja in der Früh auch gern konsumiert wird, und das ist der morgendliche Kaffee. Ist das was man jetzt machen kann? Wurscht, es ist Routine, man Dings, bringt das was? Dann noch so ein, aber bringt das jetzt Performance auch mäßig was, oder ist es nur, okay. Koffein hilft. Ist so. Der Andi trinkt keinen Kaffee, der wird mir jetzt dagegen reden, aber wir wissen es aus Erfahrung, und da wissen wir es auch wieder. Ich bin ja richtig viel unterwegs gewesen. Ich habe mich mit vielen Themen, mit wirklich guten Leuten und guten Coaches und aber auch Wissenschaftlern darüber unterhalten, und jeder gute Coach, und ich glaube, jetzt hat der Willi, hat mit Willi nicht so viel zu tun, aber alle Coaches, die ich kenne, die sagen alle, kann man, hilft. Muss man selber wissen, muss man selber probieren, aber grundsätzlich ja, hilft. Naja, was nur aus meinem eigenen Körpergefühl ist, beim Ultra ist mir wurscht, beim Marathon und Halbmarathon ist es halt ein bisschen blöd, wenn ich mehr als einen Kaffee in der Früh trinke, dann wird es ab Kilometer 7 halt echt unangenehm, weil ich muss aufs Klo. Ich glaube, das ist Kopfsache. Wieso sollst du wegen einem Kaffee mehr aufs Klo wollen? Ich gehe eh nicht, aber es ist halt unangenehm. Ja, aber vielleicht das ist das die Stelle im Ziel, weil sie denkt, ich muss ganz dringend aufs Klo. Ja. Ich muss jetzt dringend aufs Klo, weil ich habe Kaffee getrunken. Ich kann jetzt nicht schlafen, weil ich habe Kaffee getrunken. Na, in das ist Stunde, mir wurscht. In einer Stunde ist er draußen, in Wahrheit, aus der Peristaltik. In einer Stunde ist Koffein wieder, ist er draußen in etwa. In einer Stunde in etwa.
dann hat das nichts mehr mit irgendwas schlafen oder sonst nichts zu tun. Das ist ganz einfach so. Oh, Flo, ich hätte jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, so die Do's und Don'ts. Ja. Das heißt, Schuhe einklaufen, aber nicht ausklaufen beim Marathon. Gewand zumindest einmal angehabt haben und gewaschen. Wichtig. Alles, was du isst und trinkst, solltest du zumindest einmal vorher ausprobiert haben, damit du weißt, auf was du einlässt und vor allem auch in der Menge, in das du dich hineinstopfst. Kein Cola? Ja. Das habe ich mir mitgenommen, weil ich habe bis jetzt, glaube ich, noch bei jedem Ultra Cola getrunken. Also das nehme ich nicht. Ja, das heißt ja, unter Umständen ist es ja dann nicht so, dass das irgendwann... Du hast definitiv recht. Ich muss das auf jeden Fall beim nächsten ausprobieren, da trinke ich kein Cola. Und wenn ich eingehe, dann bist du schuld. Aber das, mit der Schuld musst du dann leben. Auf das kommen wir zurück im Sommer. Ja, Flo, erinnert dich. Ja, mach ich. Mozart, laufst ohne Cola. Richtig. Ja. Den ersten Kilometer nicht mit dem falschen Pacer mitlaufen. Vorher Tapering. Tapering. Letzter Lauf einen Tag davor, sogar 2-3 Kilometer Marathon-Tempo. Ich bin ja der Geschwindigkeit gelaufen. Um ein bisschen Dings zu kommen. Mhm. Normal ein bisschen mehr essen am Tag davor. Frühstück so 3-3,5 Stunden, 2 Semmeln, Marmelade. Damit kann man nichts falsch machen. Ja. Kaffee cool, pusht dich sogar richtig. Mhm. Und das Geld davor ist Nonsens. Ja, neue Sachen ausprobieren ist keine gute Idee, haben wir gelernt. Haben wir irgendwas vergessen jetzt da? Beim Profi weiß ich es nicht, das für danach. Beim Profi ist es, beim Mann ist es wahrscheinlich anders. Bei allen anderen Bier ist wichtig. Oh je. Ein wichtiges Thema, Flo. Die Superkompensation. Ihr wisst es ja nicht, aber Peter hat quasi die Trainingslehre revolutioniert. Du hast vielleicht schon mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, nur nicht mit Peter. Richtig. Es gibt nämlich das von uns berühmt-berüchtigte, kann man schon sagen, weltbekannte Konzept der Superkompensation. Das heißt, du musst da 2 Tage vorher einen umbinden, dass du kaum noch stehen kannst. Das so, dass am nächsten Lauf eigentlich schwierig wird. Also ich glaube, da sträubt sich die Superkompensation ein bisschen, weil du hast eigentlich so einen Schädel, dass mit Laufen nicht mehr wirklich was ist. Aber dann am Tag danach, dann katapultiert sich das zu einer Bestzeit. Und das ist, und das haben wir schon oft gesagt, eine Garantie. Wir haben das auch mehrfach schon ausprobiert. Das funktioniert. Ja, weil wenn du nämlich 2 Tage vorher was trinkst, dass du am nächsten Tag gar keine Lust hast auf Laufen, dann entspannt sich ja der Körper und du bist super ausgeruht und er denkt sich, bevor dieser Depp sich das jetzt nochmal antut, muss ich mich selber besser machen, damit ich das auch wieder aushalte. Und deswegen ist der Körper stärker. Kann ich auch, ne? Von mir aus. Aber nicht direkt vom Start. Schmähone, es ist nicht unüblich, dass du bei Ultras Leute bei der Laberstation eine rauchen siehst. Läufer der Betreuer? Läufer. Kein Spaß, Läufer. Läufer. Das ist keine Seltenheit. Also liebe Läufer da draußen, im Grunde genommen ist Alkohol davor vor allem einmal in der Regeneration hemmend. Das ist so. das ist auf alle Fälle so. Das Bier danach ist eine Geschmackssache und darf auch durchaus sein. Der laufende Decken-Podcast möchte sich von dieser Aussage definitiv distanzieren. wobei ich glaube, so ein alkoholfreies Bier auch danach, glaube ich, grundsätzlich von der Zusammensetzung her, also auch wenn man sagt, ich trinke jetzt keinen Alkohol, von der Zusammensetzung her gar nicht so doof ist. Ja, ist ein gutes, rein von der Zusammensetzung ein gutes Getränk. Also das Problem ist in den meisten Fällen eher der Alkohol. Also ich trinke kein Bier, weil es mir einfach nicht schmeckt. Aber ich glaube, die wichtige Botschaft auch da ist, das ist beim Hobbyläufer umso mehr, es gilt aber für mich genauso. Man macht das ja letztendlich, weil es einen Spaß macht, weil man auf ein Ziel hinarbeitet, was man erreichen will und weil man hart arbeitet für sich selber. Und das ist so wirklich, dass es komplett wurscht hat. Dann esst und trinkt nachher, wenn es die Lust habt. Und dann wirklich, es ist komplett wurscht. Das ist genauso wie dem Vorhinein.
du kannst nichts herzaubern, du kannst nicht durch ein, zwei Trainings einen Marathon herzaubern und genauso auf der anderen Seite, wenn du dann ein, zwei Tage nachher Gas gibst und dich belohnst dafür, du wirst nicht, deine Form ist nicht weg, das ist komplett wurscht, also ja. man hat sich ja auch verdient. Außerdem, wenn man wirklich zu einem Marathon, so wie sie auch manche machen, die sagen, ich möchte diese 6 großen Marathons der Welt machen. Also, wenn ich jetzt eine Woche in New York fahre und da den Marathon laufe und ich finische, dann geht's bitte auch dort fort. Dann macht's dort auch Party, weil ihr werdet wahrscheinlich nicht alle 2 Wochen dort hinfliegen. Wenn es dein erster Marathon ist, ich glaube, du hast danach so keine Wahl. Dein Körper verlangt nach Essen oder nach die Ultras. Ich habe nicht anders können, als nur mich reinstopfen ohne Ende. Alles andere wäre ich nur durch die Gegend laufen. Und das ist ein Gefühl, das ich nicht mag. Ja, natürlich. Ja. Gut zusammengefasst. Das freut mich sehr. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube außer, nicht. Außer, dass man euch auf der Expo auch trifft, die ist jetzt aber neu, die letzten 2 Jahre, der Max-Halle und nicht mehr in der Messe. Nein, die letzten 2 Jahre, war schon, letzten 3 Jahre, glaube ich, war schon 2019. Ja, war schon in der Max-Halle. Uns trifft man dort nicht, wir dürfen das nicht, weil von uns hat Hervis, die Großmacht, hat von uns Angst. Nein, wir dürfen leider nicht aufgrund des Sponsors. Aber wir haben eine eigene Expo. Wir haben die Runners Expo in Wien Mitte dem Mall, dort wo wir auch mit dem einen Laden zu Hause sind. Mhm. Wir haben großartige Aussteller, wir haben Adidas, wir haben Asics, wir haben Salomon, wir haben Hoka, wir haben Scott, wir haben Styleholz. Wir haben Berberton, also das ganze Center ist vollgestopft mit Ausstellern, wo man Schuhe testen kann, wo man Schuhe erfragen kann, wo man sich noch den letzten Schliff holen kann. Wir haben am Freitag um 16 Uhr den Wolfgang Seidel, Mentalcoach vor Ort, der Rede und Antwort steht unter dem Titel Frag den Coach. Wir haben den Andi am Freitag von 14 bis, glaube ich, 17 Uhr, Andi, oder ja, so. Genau. Und ich glaube, so unter dem Titel Frag den Profi. Wir haben am Freitag, am Samstag dann noch den für die allerletzten Tipps und genau für diese Fragen dann auch noch den Harald Fritz, den Ausdauercoach da. Also wir haben uns richtig gut aufgestellt für den Marathon, wo wir den Läufern und allen, die da kommen, gut weiterhelfen können. Weil wir halt dort nicht dabei sein dürfen, machen wir halt das Ganze selber. Wobei, ihr seid ja nicht nur dort, sondern man kann ja jede Woche mitlaufen bei diesem Weekly Long Run. Ja, genau. Also wenn man so sagt, ich bin jetzt ja nicht beim Marathon dabei, aber auch das findet man. Und wer an diesem Sonntag einmal einen Longrun machen will, in einem flotteren Tempo, muss halt einfach sich nur am Andi anhängen, weil der ist ja als Pacer dabei, was ich so mitgekriegt habe. Genau, also entweder ihr habt euch gut vorbereitet im Training oder wenn ihr nach 1, 2, 3 Kilometern noch einen mit dran seid, Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Aber, kommt davon für wen? Ja, ich meine, ja, man kann alles ausprobieren, aber das wäre wieder so eine Sache, wo man das Experiment nicht dann am Marathon-Tag starten sollte. Unter dem Motto, traust dich nie, verfolge den Andi. Ja, also wie gesagt, aber also jeden, der nicht komfortabel ungefähr im 3.10er, 3.5er PS-Bereich laufen kann, würde ich es jetzt, Profi-Tipp, würde ich es nicht empfehlen. Fang ein bisschen weiter. Ja. Vielleicht schaffen wir das als Trending-Hashtag, fang den weiter. Fang den weiter. Dann läuft ihr am Marathon-Tag eine Meute-Läufer genau. Hinterher und versuchen dem 3-5er Schritt nachzukommen und ungefähr bei der Hälfte von der Steigung von der Reichsbrücke hast dann die ersten Leichen liegen. Ja, das ist so was, das ist noch 400-500 Meter ist das, oder? Ja, das kann dann schon wehtun. Oh ja, ich kann das bestätigen aus Erfahrung, also ein Dreierschnitt auf so 800 Meter oder 1 Kilometer, das hört sich jetzt echt leichter an, als es im Endeffekt ist. Nein, also nicht nur irgendwelche, sondern trainierte Leute, das ist meistens so. Ja, ein Kilometer ist ja nur ein Kilometer. Da, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich das schon. Aber es hat ja auch teilweise diese Challenges gegeben im Rahmen des Marathons, wo man halt 42 Leute dann aufgestellt hat, wo man versucht hat, 3 Minuten auch das. Also selbst
ehrgeizige und gut trainierte Hobbyläufer tun sich sehr schwer und es kann ja jeder ausprobieren, entweder rausgehen oder für alle Laufbandläufe einfach mal 20 km/h einstellen und versuchen, das 3 Minuten aber, zu laufen. Aber wir werden heuer noch Elliot schlagen. Die Pandemie hat uns die Veranstaltung leider auf der Marie-Hilfer-Straße kaputt gemacht. Heuer werden wir es ähnlich tun und wir werden Elliot schlagen. 422 Läufer werden 100 Meter laufen. Und zwar abwechselnd, einmal nach links, einmal nach rechts. Die Strecke hat 100 Meter. Das blaue Team läuft nach Süden, das rote Team oder wie auch immer, oder das weiße Team oder wie auch immer. Wir haben da eben die Farben schon alles zusammengestellt, rennt entgegen und das immer mit Abwechslung und immer mit Abschlagen. Und wir werden schneller sein als Elliot. Wir werden die 1,59 werden wir unterbieten. Hashtag Elliot. Und das Ganze, ja genau, und das Ganze heißt, ja, das heißt wirklich Faster than Elliot, heißt die Veranstaltung. Ja, ist, ja, und auch das ist gar nicht so leicht. Aber es ist möglich. Nicht zu unterschätzen. Das ist nicht leicht. Wir wollen auch gar nicht das ganz grob schlagen, weil wir wollen ja ein Jahr später wieder sagen, ja, wir möchten noch einmal schneller sein. Also wir wollen da gar nicht so ganz deutlich sein. Das sind 100 Meter trotzdem in 15 Sekunden oder 17 Sekunden. 17,1, ja. Und also wer sich an die Schulsportzeiten erinnert, die 100 Meter in 17 Sekunden hat auch nicht jeder in der Klasse geschlagen. Nein, hat nicht. Also es wird da geben, wir sagen ja nicht, du musst das können, sondern der mitläuft, dieser erst anmeldet, die sind angemeldet. Punkt. Und dann hoffen wir halt, dass einige deutlich schneller sind als 17 und einige werden deutlich langsamer sein und irgendwo hoffen wir halt, dass wir 2 Sekunden oder 1 Sekunde schneller sind als Elliot. Ja, das geht sich schon aus. Das müssen wir auf jeden Fall verfolgen, Peter, und dann werden wir hier berichten. Ja. Wir werden da richtig begleiten. Mit Line, also mit Video Walls und mit wirklich cooler Strecke aufgebaut, mit Zuschauern auch. Und du musst das einmal dann handeln, wenn 422 Leute auf jeder Seite, 211 Leute an den Start gehen, vom Hin- und Herlaufen. Also das ist eine richtig coole Geschichte. Wir haben die Genehmigung auf der Marie-Hilfer-Straße haben wir. Jetzt werden wir sehen, wo wir es dann wirklich machen. Wir wollten es im Donauzentrum als Starthilfe auch für den neuen Laden ein bisschen machen, aber da findet man nicht wirklich eine Strecke. Aber schauen wir mal. Wird so kommen, wie es passt. Ja. Gibt es schon eine Anmeldeliste? Es gibt eine Anmeldeliste, wir haben sie nur jetzt im Moment wieder geschlossen. Es sind ganz viele von damals einfach angemeldet geblieben. Und wir werden es mit 1. Mai aufmachen. Und wir werden im August, Anfang August, so in den ersten 14 Tagen, da werden wir den Termin suchen, werden wir laufen, weil wir wollen am Abend laufen. Wir wollen um 20 Uhr am Abend laufen oder halb 8 am Abend, wo es dann gerade noch hell ist, ja. Von dem her, wo es schön ins Dunkel dann so reingeht und dann hinten nach Party und Also merkt sich das alle vor, ab 1. Mai oder ab Anfang Mai ist die Liste offen und den Herrn Florian, den werde ich einfach anmelden. Ich sag dir dann, was du laufen musst. Story of my life. Der Ultraläufer ist dann 12:10 gelaufen, dann schauen wir. Wäre solidär. Aber ohne Cola trinken. Ich trinke ab jetzt kein Cola mehr beim DFB. Also trinkst du aber vorher also Bier. Gönn dir. Helfen mit Bacardi im Cola. Uiuiui. Der Turbo. Die super Kompensation für den 100 Meter Lauf. Ja. Bei Peter und Flo. Ja. Flo, hast du noch was? Nein, ja, also ich möchte danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir hier die letzten 1,5 Stunden so locker flockig über den VCM und so diskutieren durften, drehen durften. Ich hab was gelernt, das finde ich toll. Ich hätte fast gar nicht geglaubt, dass ich nach all den Jahren noch was lerne, aber ich trinke nie wieder Cola. Ja. und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Servus. Also ihr seid richtig mutig. Ihr seid wirklich richtig, richtig mutig, dass ihr mit uns zwei das macht. Das hört sich doch niemand an. Aber ganz bestimmt. Okay. Das werden viele bestätigen, die bis jetzt durchgehalten haben. Okay. Na gut, dann alles klar. Herzlichen Dank und schönen Abend. Sehr gerne. Danke. Ciao. Tschüss, dir.